Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Wald. Es ist noch sehr früh. Die Temperaturen sind im einstelligen Bereich und es soll auch tagsüber nicht wärmer werden. Gleich soll es anfangen zu regnen und Wind soll aufkommen. Wie gut, dass ich bei meinen Touren immer einen heißen Kaffee dabei habe. Und darum soll es in diesem Video gehen. Nein, nicht um den Kaffee, sondern um diese Isoflasche hier. Das ist der Blue Drop von Emser. Und diese Isoflasche könnte für uns Wanderer sehr interessant sein. Weil sie ist leicht. Sie hat diese Tube-Form, die sich gut im Rucksack verstauen lässt. Und sie hat hier diesen Druckverschluss. Das kennt ihr. Einmal drücken und ich kann daraus trinken. Noch einmal drücken und die Flasche ist wieder dicht. So ein Druckverschluss hat den Vorteil, dass ich immer eine Hand frei habe. Und wenn ich beide Hände brauche, ja, dann kann ich die Flasche eben halt beiseite legen, ohne Angst zu haben, dass da was ausläuft. Diese Flasche schauen wir uns in diesem Video ganz genau an. Aber das möchte ich zu Hause machen. Weil zu Hause habe ich auch die Möglichkeit, mal einen kurzen Vergleich zu machen zu den ISO-Becher, den Travel Mug von Emser und meiner Thermosflasche. Das ist der Stainless Skin von Thermos. Und ich kann euch da mal die Unterschiede zeigen. So, aber jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg. Bis gleich. Da bin ich. Mit meiner neuen ISO-Flasche, den Blue Drop von Emser. Ich habe hier die Halb-Liter-Version. Und das Ganze gibt es noch eine Nummer größer mit einem Fassungsvermögen von 0,7 Liter. Ich möchte das Ganze nachher mal kurz mit den ISO-Becher von Emser vergleichen. Das hier ist der Travel Mug. Der hat hier oben auch so einen Druckverschluss. Und das hier ist eine stinknormale, nein, stinknormal ist sie nicht, aber es ist eine normale Thermoskanne, der Stainless King von Thermos. Alles hier hat ein Fassungsvermögen von 1,5 Liter. Beim Blue Drop liegt eine Bedienungsanleitung dabei. Und laut der Homepage von Emser ist der Blue Drop spülmaschinenfest. Die Anleitung hier empfiehlt, den Body mit der Hand zu waschen. Naja, bei mir kommt es in die Spülmaschine. Der Blue Drop besteht aus doppelwandigem Edelstahl. Ich denke mal, bei den anderen Geräten wird es genauso sein. Und er soll bis zu 12 Stunden heiß und bis zu 24 Stunden kalt sein. Ich bin bei solchen Aussagen immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht weiß, bis zu wie viel Grad gilt ein Getränk noch als heiß und unter welchen Umständen wird das erreicht. Klar ist, bevor man den Kaffee dort hineinfüllt, sollte man es vorher kurz mit Heißwasser befüllen. 3 Minuten sollten nach diesem Stück Papier ausreichen. Ich merke, dass ich meine Stimme mal öfters verabschieden möchte. Das liegt einfach daran, dass ich zurzeit eine Erkältung auskuriere. Und jetzt habe ich alles aufgebaut und ich möchte dieses Video auch zu Ende machen. Ich bitte da um Nachsicht. Also schrauben wir mal den Blue Drop auseinander. Also das hier ist der Verschluss. Ich habe euch das schon mal gezeigt. Einmal reindrücken und ich kann trinken. Noch einmal drücken und der Verschluss ist wieder dicht. So sieht das beim Verschluss aus. Also so wäre er jetzt geschlossen. Und ihr seht, jetzt fährt er aus und lässt Flüssigkeit durch. Ich drücke nochmal drauf und der ist wieder verschlossen. Das Ganze kann ich auch auseinanderdrehen, um diesen Verschluss optimal zu reinigen und auch zu trocknen. Ganz zu Anfang hatte ich mit diesem Verschluss ein Problem. Denn meine ISO-Flasche war nicht dicht. Und zwar, also
Wenn man eine Isoflasche bekommt, dann reinigt man sie als erstes. Also ich habe meine in die Spülmaschine reingepackt und dann guckt man, ob die Flasche dicht ist, bevor man sie in den Rucksack reintut. Und mein Blurdrop war nicht dicht. Und zwar lag das hier unten an der Dichtung. Hier unten. Hier ist eine Dichtung und die war an einer Stelle verdreht. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, weil normalerweise hat diese Dichtung in der Mitte eine Nut. Also das hält hier normalerweise bombenfest. Na gut, ist auch egal, also das habe ich korrigiert, das war kein Problem. Und seitdem ist dieser Verschluss dicht. Also solltet ihr da zu Anfang ein Problem haben, schaut mal nach dieser Dichtung. Das Problem mit der Dichtung war schnell behoben und dann habe ich den Blutdruck mit Wasser befüllt, habe eine Küchenserviette genommen und habe den Blutdruck mal über Nacht auf die Küchenserviette gestellt, um zu gucken, ob er dicht ist. Am anderen Morgen konnte ich keinerlei Feuchtigkeit am Blutdruck feststellen. Also, der Verschluss hält, er ist dicht. Auch bei meinen beiden Wanderungen, die ich bis jetzt mit diesem Blutdrop gemacht habe, ist mir da nichts Negatives aufgefallen. Klar ist, wenn ihr mit dem Trinken fertig seid, dass ihr den einmal so kurz ausschüttelt, bevor ihr den wieder zurück in euren Rucksack stellt. So, die Vorteile vom Blutdrop. Das ist sein Gewicht. Ich habe euch gesagt, der ist leicht. Aber die Frage ist, wie leicht ist leicht? Ich habe das nachgemessen auf meiner nicht geeichten Küchenwaage und ich komme hier auf 260 Gramm. Zum Vergleich, der Isobecher, der kommt bei mir auf 455 Gramm. Das sind fast 200 Gramm mehr. Und meine Thermoskanne? Die liegt dazwischen. Also, der Blutdrop kommt auf 260 Gramm, die Thermoskanne auf 361 Gramm und am schwersten ist der Travel Mug mit 455 Gramm. Auch das Packmaß, ja, also die Thermoskanne, die ist ja schon relativ gut, weil sie ist schön schlank und sie hat auch diese Röhrenform, aber die leichten Vorteile liegen beim Blutdrop, weil er ist etwas kürzer. Naja, vom Durchmesser her tut sich da nicht viel, aber da ist der Blutdrop auch leicht im Vorteil. Den größten Unterschied gibt es zum Isobecher. Ja, der Isobecher ist leicht, nur leicht größer, aber vom Volumen her. Ja, also hier unten sind die beiden noch identisch. Aber der Blutdrop behält seine schlanke Form und der Travel Mug, der wird so trichterförmig. Also für unterwegs und zum Verstauen im Rucksack ist der Blutdrop hier klar im Vorteil. Für unterwegs ist der Blutdrop eine richtig starke Isolierflasche. Zu Hause bevorzuge ich aber weiterhin den Travel Mug. Zum einen hat er einen etwas besseren Trinkkomfort. Ich finde auch, dass er etwas wohnlicher aussieht. Und er hat einen großen Vorteil. Gerade dann, wenn man wie ich süchtig ist nach einem Instant Cappuccino vom Discounter. Weil den kann ich hier viel leichter zubereiten als wie in Blutdrop. Und die Thermoskanne? Die ist optimal, wenn man mehrere Leute versorgen muss. Also wenn mehrere aus einer Kanne trinken müssen. Also eine Tasse habe ich ja schon dabei und dann brauche ich nur noch eine weitere. Und das Ganze hat ja auch noch eine Ausgießvorrichtung, also dafür ist das optimal. Beim Blutdrop, habe ich festgestellt, kann man auch gut auskippen. Also wenn man jetzt da selber nicht draus trinkt, sondern man ist in Begleitung, dann holt man sich ganz einfach zwei Tassen
Und das Umfüllen, das funktioniert mit dem Blue Drop recht gut, obwohl er keine Ausgehvorrichtung hat. Wenn mich jemand begleiten möchte, wenn ich morgens losgehe, dann koche ich immer den Kaffee. Und das mache ich nicht nur aus Höflichkeit. Zum einen weiß ich, dass meine Sachen ein vernünftiges Packmaß haben. Denn mir ist es schon mal passiert mit einer guten Freundin. Dann kam sie an mit so einer Thermoskanne, die man so unter eine Kaffeemaschine stellt. Also die man so auf den Kaffeetisch stellt. Ja, also so ein bauchiges Ding. Vorne mit so einer Nase als Ausgießer und so ein riesen Bügel hinten dran. Ne? Also ihr wisst schon, was ich meine. Ja? Also wenn ich mir das in den Rucksack reinstelle, dann ist er schon halb voll. Und ein anderes Beispiel. Ich hatte da schon mal jemand, der kam mit einer Thermoskanne an. Die hat er vielleicht vor 10 Jahren für 2 Euro aus dem Edeka gekauft. Keine Ahnung. Aber als ich die auf den Kopf stellte, da war das nur noch am Raustropfen. Also, ich koche den Kaffee, weil ich weiß, dass meine Sachen ein vernünftiges Packmaß haben und dass sie dicht sind. Und die Thermoskanne, die mache ich dann immer für meinen Gast, für meinen Begleiter. Und auch das hat seine Gründe. Denn wenn man diese Druckverschlüsse nicht kennt, dann besteht hier Verbrennungsgefahr. Das ist bei mir beim ersten Mal tatsächlich auch passiert. Ne, man merkt erst, dass das Getränk heiß ist, wenn es zu spät ist, wenn es schon an den Lippen ist. Und hier gießt du das ja erst in den Becher rein, also dann siehst du schon, dass es irgendwie qualmt und man merkt es dann auch, wenn man das schon zum Mund führt, es ist heiß. Also hier hast du keine so große Verbrennungsgefahr wie bei diesen beiden Sachen. Ich trinke meinen Kaffee gerne heiß und da sind diese Sachen hier optimal. Aber nicht jeder mag seinen Kaffee zu heiß, habe ich festgestellt. Viele lassen ihren Kaffee erst abkühlen, also mögen ihren Kaffee lauwarm. Und das ist bei so einem Travelmug zum Beispiel ziemlich blöd. Ich habe das auch schon mal erlebt bei einem Begleiter. Ich mache da schön heißen Kaffee rein, wir machen die Kaffeepause. Er schraubt den Deckel ab. Und lässt erstmal seinen Kaffee kalt werden. Erstmal dauert das natürlich eine ganze Zeit. Und dann machen wir eine Kaffeepause, dann trinkt er seine paar Schluck Kaffee. Naja, und der Rest vom Kaffee, der hier drin ist, der ist dann aber auch schon kalt. Bei einer Thermoskanne kippst du das in den Becher rein. Lässt den Becher kurz abkühlen. Du kannst es trinken und der Rest bleibt heiß. So, ich glaube, ich bin jetzt durch, auch mit meiner Stimme. Und ich glaube, ich habe was vergessen, oder? Ja, das mit den Händen frei halten, das habe ich ja schon erzählt. Doch, ich bin durch. Gott sei Dank. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dieses Video ist ohne Gewähr, wenn euch diese Sachen hier interessieren, dann bitte überprüft meine Aussagen. Ansonsten wünsche ich euch eine angenehme Woche. Tschüss! Diese beiden Sachen hier, die habe ich mal vor langer Zeit bei einem Frühstück im Wald miteinander verglichen. Dieses Video kann ich euch wärmstens empfehlen und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt bin ich wirklich weg. Tschüss.